80.000 Kilometer sind wir mit dem günstigsten Tesla Model Y seit dem 31. März 2023 gefahren. Aber da ich beruflich sehr viel unterwegs bin, habe ich früher eher einen Diesel-SUV bevorzugt mit 800 Kilometer realer Reichweite. Aber wie fällt ein direkter Kostenvergleich dieser beiden Autos aus? Und da wir sowieso jeden Kilometer beim Model Y an Daten und Kosten mitgetrackt haben, können wir heute ein ehrliches Fazit ziehen. Denn wie viel kosten wirklich 80.000 Kilometer an Strom? Wie ist die echte Reichweite im Sommer und im Winter? Wie gut funktioniert das neue Vision Update, seitdem keine Ultraschallsensoren mehr verbaut werden? Und wir schauen uns auch die Akkugesundheit nach 80.000 Kilometern an. Bei meinem Model 3 hatte ich nämlich nach 100.000 Kilometer einen Akkudefekt. Und vielleicht sieht man schon irgendwas in den Daten. Aber damit kommen wir erstmal zu Punkt 1, denn war die Standard-Range-Variante ein Fehler? Ich habe mich anfangs bewusst für die Standard-Range-Variante entschieden und ich kann euch auch ganz genau sagen, wieso, nämlich wegen dem Neupreis. Ich meine, ich wusste schon, dass wir viele Kilometer auf dieses Auto rauffahren werden und zusätzlich wollte ich einfach nicht so einen hohen Verbrauch. Denn dieses Auto hatte einen effektiven Neupreis von 38.390 Euro brutto. Der Preis kam zustande, weil ich ein vorproduziertes Fahrzeug genommen habe und noch mehr Rabatt bekommen habe. Das erkläre ich aber gleich nochmal ausführlich. Und wenn man sich bei den anderen Herstellern gerade vor einem Jahr mal umgeguckt hat, was es für diesen Preis sonst so auf dem Markt gibt, da war die Entscheidung nicht ganz so schwer, denn selbst ein Golf, ein Skoda Octavia oder ein Renault Koleos, den ich davor gefahren bin, die sind alle teurer vom Bruttolisten-Neupreis. Und wir brauchten dann auch noch ein Auto, das im Unterhalt günstig und zuverlässig ist und zudem noch viel Stauraum bietet, da wir für externe Videoproduktionen, YouTube-Videos, Drohneninspektionen und alle anderen verrückten Projekte, die wir so machen, einfach wahnsinnig viel unterwegs sind. Die Standard Range-Variante ist aber nur mit einem Heckantrieb und nicht mit einem Allradantrieb ausgestattet. Und mit einem 60 Kilowattstunden Akku anstelle des 80 Kilowattstunden Akkus, bevor ich mir mein Model Y geholt hatte, sind ja Felix, Jonas und ich schon gemeinsam zum Nordkap mit einem Model Y Long Range gefahren. Und dieses hatte Allrad und es liegt deutlich angenehmer auf der Straße, gerade bei Schnee und Eis. Und ja, wir waren auch schon mal unvorsichtig und sind mit unserem Hinterradantrieb einfach mal stecken geblieben im Wald und mussten dann rausgezogen werden. Ansonsten haben wir keine Probleme mit dem Hinterradantrieb. Ich freue mich sogar über das 60 Kilowattstunden Pack mehr als über das 80 Kilowattstunden Pack. Ich kann euch auch ganz genau erklären, wieso. Das Ganze ist nämlich ein LFP Battery Pack und kein NCA Battery Pack wie in der 80 Kilowattstunden Variante. Die 80 Kilowattstunden Batterie sollte man nämlich in der alltäglichen Benutzung nur bis 80% laden, da eine 100%ige Ladung diesen Akkutypen schneller altern lässt. Auf dem Papier und auf der Tesla-Website steht zwar, dass das Model Y Standard Range laut WLTP eine Reichweite von 455 Kilometer und damit 59 Kilometer weniger als die Performance-Variante, 78 Kilometer weniger als die Long-Range-Variante und sogar 145 Kilometer weniger Reichweite haben soll als das Model Y mit Hinterradantrieb, aber dem 80 Kilowattstunden Akku-Pack. Zieht man aber von den 80 Kilowattstunden Packs die obersten 20% Ladegrenze ab, um den Akku zu schonen, steht das LFP-Pack, das man täglich bis 100% laden darf, im alltäglichen Gebrauch ziemlich gut da. Und damit kommen wir zu Punkt 2 und besprechen die Unterhaltskosten, bevor es zu einer detaillierten Reichweitenanalyse kommt. Der größte Unterhaltskostenpunkt ist für uns tatsächlich die Versicherung, nämlich mit 1.584 Euro. Und das, obwohl ich bei der Vollkasko und Teilkasko sogar 1.000 Euro Selbstbeteiligung habe. Aber ansonsten wäre die Versicherung deutlich teurer. Ich habe mal bei der Allianz angefragt, da hätte ich dafür 5.000 Euro im Jahr gezahlt. Aber wer fährt auch schon in 15 Monaten 80.000 Kilometer? Falls es noch mehr Elektro-Vierfahrer unter euch gibt, ich bin bei der Versicherung eMover 24. Ich habe ansonsten weit und breit keine Versicherung gefunden, die mir für so viele Kilometer diesen Preis anbietet. Ansonsten zahle ich noch im Jahr 119,88 Euro an Tesla für die Premium-Konnektivität. Das heißt, dass man beim Laden Netflix, YouTube gucken kann, aber auch zum Beispiel die Live-Verkehrsdaten hat oder auch Spotify und andere Apps überhaupt über das Internet nutzen kann. Und dafür zahlt man an Tesla im Monat 9,99 Euro. Aber zum Beispiel Kfz-Steuer müssen wir nicht zahlen, die entfällt zum Beispiel komplett für die nächsten 10 Jahre. Aber da die WLTP-Angaben, also die Reichweitenangaben auf der Tesla-Website ungenauer sind als der Wetterbericht von morgen, müssen wir jetzt bei Punkt 3 mal die reale Reichweite klären. Und das gehört für mich in zwei Unterpunkte, nämlich einmal der Verbrauch und dann die Kosten von dem Verbrauch, weil das ist entscheidend. Tatsächlich gibt es nämlich extreme Strompreisschwankungen, also wirklich von 15 bis fast 1 Euro pro Kilowattstunde in Deutschland. Auf unserer Reise nach Schweden im Juli 2023 haben wir die kurvigen Straßen dort mal sehr genossen, was man auch in einem Durchschnittsverbrauch von 21,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sieht. Das entspricht einer maximalen Reichweite von 279 Kilometer. Im August hatten wir den geringsten Verbrauch mit 18,3 Kilowattstunden und damit 328 Kilometer Reichweite. Wir haben jetzt aber auch keine speziellen Elektroreifen drauf, also die einen geringeren Abrollwiderstand haben, sondern tatsächlich nur Michelin Cross Climate 2, das sind Allwetterreifen. Und die haben wir jetzt
auch schon seit 80.000 Kilometer drauf. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Woche, nachdem wir das Model Y hatten, haben wir direkt diese Reifen raufgezogen. Und ich meine, ihr seht selber jetzt gerade das Profil, was wir immer noch drauf haben. Und wir können immer noch mit dem Auto fahren. Also ich denke mal, fast 100.000 Kilometer können wir mit einem Reifensatz schaffen. Also jetzt mal komplett ehrlich, ich wusste nicht, bevor wir diese Allwetterreifen raufgezogen haben, dass sie so lange aushalten. Im Sommer auf der Autobahn haben wir so eine reale Reichweite von 310 bis 320 Kilometer. Wenn man dann auf der Landstraße unterwegs ist oder in der Stadt und weniger verbraucht, schafft man aber auch 400 Kilometer Reichweite. Im Dezember, dadurch, dass dann die Batterie und der Innenraum einfach mehr geheizt werden muss, hat man dann einen Durchschnittsverbrauch von 24,6 Kilowattstunden. Das ergibt dann nur noch eine Reichweite auf der Autobahn wieder von 244 Kilometer. Aber auch hier, falls man mehr auf Landstraßen unterwegs ist und nicht auf der Autobahn wie wir immer, schafft man auch dort um die 300 Kilometer. Es kommt halt wirklich immer darauf an, wo man fährt, wie man fährt, wie doll man beladen ist, aber das sind ungefähre Vergleichswerte für euch, auch mit Allwetterreifen. Also ihr könnt schon nochmal, ich glaube, so 10% mehr Reichweite raufrechnen, falls man jetzt mit optimierten Reifen rumfahren möchte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir lassen definitiv diese Reifen drauf, weil so spare ich mir auch jedes Jahr die 120 bis 150 Euro, was es ja mittlerweile kostet, einfach nur Reifen umzuziehen. Aber was kostet es jetzt pro Kilometer Tesla zu fahren? Und damit kommen wir zu Punkt 4. Denn haben wir in Deutschland nicht extreme Stromkosten? Und wenn man der Presse glaubt, müsste es ja extrem teuer sein, Elektroauto zu fahren. Aber wie ist es wirklich? Zum einen, ja, es stimmt. Wenn man sich nicht informiert und wenn man nicht aufpasst, hat man wirklich extreme Stromkosten bei Elektroautos. Für mich gibt es aber aktuell nur 4 Möglichkeiten, wie man wirklich günstig Elektroauto fahren kann. Die erste Möglichkeit sind natürlich Supercharger. Diese nutzen wir vor allem oft, weil sie halt günstig sind. Zum anderen werden sie aber auch direkt in das System vom Tesla, in das Navigationssystem integriert. So bin ich auch letzten Sommer von Leipzig nach Schweden gefahren, um genau zu sein, ins Wärmsland. Das erwähne ich nur, weil es dort wirklich unfassbar schön ist. Endlose Straßen, tausende kleine Seen, wirklich an jeder Ecke quasi ein wunderschöner See. Und für die Fahrt dorthin habe ich 109,40 Euro gezahlt. Gesamt waren das 1579 Kilometer und 18 Stunden 19 Fahrzeit. Dabei haben wir 2 Stunden 28 an Superchargern allein verbracht bei 11 Ladestops. Das klingt jetzt nach super vielen Ladestops, sind es tatsächlich auch. Aber wir wären auch nach Schweden mit nur 5 Ladestops gekommen. Ich mag es einfach am liebsten, nur schnell anzuhalten, schnell auf Toilette zu gehen, was zum Snacken zu holen und dann direkt weiterzufahren. Der längste Ladestopp bei mir dauerte tatsächlich gerade mal 21 Minuten und das mit einem Model Y Standard Range, also eigentlich mit dem schlechtesten Tesla. Und dort haben wir von 10 bis 71% geladen. Normalerweise sind die Ladestopps zwischen 9 und maximal 15 Minuten lang. Pro 100 Kilometer haben wir bei diesem Roadtrip 6,93 Euro gezahlt. Wären wir jetzt aber im Winter diese Strecke gefahren, was wir auch schon bei der Nordkap-Doku 2 gemacht haben, hätten wir ungefähr einen Verbrauch von 24,9 Kilowattstunden gehabt. Dann wäre das Laden auch teurer gewesen, nämlich wir hätten 140,32 Euro gezahlt, also 8,89 Euro. Pro 100 Kilometer. Die zweite Möglichkeit und nochmal deutlich günstigere Möglichkeit, sein Elektroauto zu laden, ist mit einem Echtzeitstromtarif. Seit Januar 2023 bin ich bei Tibber. Das ist keine Werbung oder sonst was. Allgemein die ganzen Ladeempfehlungen, ich habe nichts damit zu tun, das sind nur meine realen Erfahrungen. Strom wird ja auch ganz normal an der Börse gehandelt und wenn halt Stromüberschuss am Netz da ist, ist der Strompreis meistens auch richtig günstig. Und wenn man seinen gesamten Strom zu Hause ein bisschen smart steuert und dann auch noch über Tibber zum Beispiel zu Hause sein Elektroauto lädt, dann kann man sehr oft sehr viel Geld sparen und so komme ich auf 4 Euro pro 100 Kilometer beim Model Y Standard Range, wenn ich halt über Tibber lade. Und ganz selten bekommt man sogar Geld wieder, das gab es bis jetzt genau einmal in diesen 1,5 Jahren, seitdem ich Tibber habe. Dort war so viel Stromüberschuss am Markt vorhanden, dass man einfach bezahlt wurde fürs Elektroauto laden. Kam aber wie gesagt nur einmal vor, aber ansonsten kann man echt damit auch gut seinen Verbrauch optimieren. Was ist aber, wenn man jetzt keine Wallbox zu Hause hat oder einfach mal über Nacht irgendwo laden muss? Damit komme ich zu meiner dritten Möglichkeit, mein Elektroauto zu laden, nämlich dem Ladeanbieter EWE Go. Dort habe ich nämlich, ganz wichtig, keine Blockiergebühren, wenn ich einfach mal mein Auto über Nacht an der AC-Ladesäule lasse. Bei allen anderen mir bekannten Anbietern zahlt man nämlich in der Nacht einfach Blockiergebühr und das teilweise sogar richtig fies. Und ich verstehe nicht, woher das kommt, weil selbst wenn mein Auto noch Strom benötigt, ab 4 Stunden Parkzeit zahlt man an jeder AC-Säule in Deutschland eigentlich Blockiergebühren. Wenn ich mein Auto aber über Nacht lade, dann steht es manchmal dort 10 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen länger und dann zahlt man bis zu 18 Euro Blockiergebühr. Warum zahle ich nicht nur dann Blockiergebühr, wenn ich auch nicht lade? Bei EWE Go zahle ich deshalb ein bisschen mehr pro Kilowattstunde, nämlich 49 Cent an EWE-Ladesäulen und sogar 59 Cent an Fremdladesäulen. Die günstigste Kilowattstunde an AC-Ladesäulen gibt es tatsächlich bei ENBW. Dort zahlt man nämlich dann nur 39 Cent die Kilowattstunde, aber man hat eine Grundgebühr von 17,99 Euro im Monat und zahlt
zahlt halt Blockiergebühren. Und das richtig heftig. Pro Minute zahlt man nämlich nach 4 Stunden einfach 10 Cent. 10 Cent! Und dann bringen mir die 39 Cent auch gar nichts, weil meistens lade ich halt an AC-Ladesäulen über Nacht. Und dann würde ich so trotzdem in die Blockiergebühren rutschen. Und die vierte Möglichkeit, optimiert sein Elektroauto zu laden, ist tatsächlich auch an Schnellladesäulen. Weil Tesla hat in einer Hauruck-Aktion das gesamte Supercharger-Team entlassen. Und deswegen hat Van Tilburg, der ehemalige Head of Charging aus Europa, von Tesla die Führung bei Ionity übernommen. Und was haben die als erstes gemacht? Auch die Preise gesenkt. Wenn man also zusätzlich abgesichert sein möchte und nicht nur Supercharger vertrauen möchte, dann bekommt man bei Ionity 26 bis 51 Cent die Kilowattstunde und manche Routen in Europa sind tatsächlich noch besser bei Ionity ausgebaut als bei den Superchargern. Dann muss man aber zusätzlich noch 11,99 im Monat zahlen für den Ionity Passport Power. Das empfehle ich aber nur denen, die wirklich wissen, dass sie hardcore viel unterwegs sind und doppelte Sicherheit brauchen. Aber kommen wir zurück zu einer meiner Hauptfragen, denn wie schlägt sich das Model Y im Vergleich zu meinem alten Diesel-SUV? Und damit kommen wir auch zu Punkt 5. Hier vergleichen wir das Ganze nämlich mal ausführlich auf den Cent genau runtergerechnet. Davor bekommt das Model Y aber noch ein paar Upgrades, die wir wirklich gut gebrauchen können. Wir fahren nämlich gerade, wenn ihr das Video seht, nach Kroatien und durch das Glasdach kann es manchmal gerade im Süden richtig durchknallen. Deswegen bietet Tessie Supply einen faltbaren Sonnenschutz an, den wir diesen Sommer das erste Mal nutzen und echt froh sind, den gerade dabei zu haben. Den gibt es auch noch in einer edleren Variante, dann kann man den auch direkt auf- und zuschieben. Und Tessie hat auch noch die Green Line, dazu zählt auch diese Matratze, die perfekt in den Lower Trunk passt. Diese Matratze ist made in Germany und mit einer Holzverstärkung und einem Matratzenkern aus Kaltschaum und Biobaumwolle. Wir haben auch noch ein Staufach für die Mittelarmlehne installiert, ist auch praktisch, dort kann man einfach Schlüssel, Ladekarten oder sonst was reinmachen. Aber das optisch größte Upgrade waren tatsächlich für uns die Carbonleisten. Leider hat sich bei uns nämlich das Holzdekor unterschiedlich verfärbt. Darüber reden wir auch gleich nochmal bei unseren Mängeln genauer. Wir haben das Ganze jetzt einfach überklebt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es wirkt fast wie ein neues Auto, weil man plötzlich nicht mehr dieses Holz, sondern Carbon hat. Das gibt mir richtig Model S-Vibes und ich feiere diese Carbonabdeckung unglaublich. Falls ihr Interesse an so einem Zeug habt, mich eventuell noch unterstützen möchtet, dann checkt einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung ab. Kommen wir jetzt aber zu Punkt 5 und vergleichen meinen ehemaligen Diesel-SUV mit meinem Model Y. Vergleichen wir einfach mal eine Fahrt von Leipzig nach Barcelona im Sommer. Das weiß ich nämlich ganz genau, wie dort die Daten sind, weil ich das schon mit dem Model Y gemacht habe. Im Sommer verbraucht dieses Model Y Standard Range ungefähr 18,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Für die gesamte Strecke von Leipzig nach Barcelona ergibt es einen Gesamtverbrauch von rund 274,5 Kilowattstunden. Und das gerechnet bei einem aktuellen durchschnittlichen Supercharger-Preis von 36 Cent die Kilowattstunde ergibt insgesamte Kosten von 98,82 € für 1500 Kilometer. Der Renault Koleos hatte im Vergleich einen Durchschnittsverbrauch von 8 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Mit einem 60-Liter-Tank, die ja dieses Auto hatte, kommt das Fahrzeug auf ungefähr 750 Kilometer Reichweite. Aus dem Shot genommen. Für die insgesamten 1500 Kilometer müsste ich zweimal tanken, also einmal zu Hause und dann nochmal irgendwo in Spanien oder Frankreich. Ich habe jetzt einfach mal mit 1,60 € pro Liter Diesel gerechnet. Das wären gesamte Dieselkosten von 90 € für die erste Tankfüllung und 96 € für die zweite Tankfüllung, also 186 €. Hätte mein Koleos damals 4,25 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, wäre er günstiger als mein Model Y. Aber so sind es über 85 € mehr, die der Diesel im Vergleich zum Tesla kosten würde. Anders sieht es aber im Winter aus. Dort würde ich nämlich mit dem Model Y 132,84 € an Supercharger lassen. Der Koleos hätte auf der Strecke aber auch mehr verbraucht. Sogar um die 10 Liter hat er damals im Winter verbraucht. Und damit hätte er 234 € an Diesel verbraucht. Erst ab einem Verbrauch von 5,72 Liter pro 100 Kilometer wird ein Diesel günstiger als mein Model Y, aber allerdings bei meiner Fahrweise. Aber noch lache ich und damit kommen wir zu Punkt 6, nämlich der Abnutzung. Bei Spoiler, sogar der ganze Autopilot-Computer musste wegen einem technischen Fehler, der uns aber auch nicht ganz genau erklärt wurde, getauscht werden. Und insgesamt sind mir 5 Dinge bei der Abnutzung besonders aufgefallen. Ich hatte mich extra für den schwarzen Innenraum entschieden, weil ich dachte, der nutzt sich noch weniger schnell ab wie der weiße Innenraum. Und so klang es auch in den meisten Reviews, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe den direkten Vergleich zwischen Model 3 mit 140.000 Kilometer und weißen Sitzen und Model Y mit 80.000 Kilometer und schwarzen Sitzen. Gerade die Sitzwangen sehen bei den schwarzen Sitzen einfach deutlich mehr ab.
abgenutzt aus. Aber ich muss insgesamt einfach sagen, dass die weißen Sitze einen hochwertigen Eindruck machen nach dieser Nutzungszeit. Und außerdem sieht ein Tesla mit weißen Sitzen, das haben wir schon bei der ersten Nordcup-Doku gemerkt, einfach so richtig aus wie ein Spaceship. Und deswegen, falls ihr euch nicht entscheiden könnt, ich würde immer die weißen Sitze nehmen. Ich habe ja schon mal auf Instagram hochgeladen, wie weiße Sitze aussehen können, die richtig verdreckt sind. Und trotzdem sind sie super einfach zu reinigen. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist bei der Abnutzung, ist das Holzdekor. Dieses hat sich durch die Sonneneinstrahlung einfach unterschiedlich verfärbt und ich weiß nicht, wie das passieren kann. Es darf aber auf gar keinen Fall passieren. Diese Verfärbung trat auch erst so richtig nach 6-7 Monaten ein. Und damit kommen wir zur dritten Sache, und zwar ein Bordcomputer-Fail. Aufgefallen, dass irgendwas komisch ist, ist uns Ende letzten Jahres, weil immer, wenn man vorkonditioniert hat, also man war auf dem Weg zum Laden, dann ist der Autopilot, hat sich irgendwie komisch verhalten oder ist einfach abgebrochen, hat irgendwelche Warnstörungen gezeigt. Bin zu Hause angekommen, kurz nachdem das erste Mal das Problem aufgetaucht ist. Es hat links vom Rad rausgequalmt. Normalerweise kennt man das ja nur, wenn das Auto schnell lädt oder am Vorkonditionieren ist, dass es schon von unten qualmt, aber nicht von der Stelle. Dann habe ich ins Service-Menü geschaut und habe ich dann gesehen, dass der Autopilot bei 98 Grad oder so war. Und das ist nicht normal. Wir haben es hier gerade offen. Normal sind irgendwas zwischen 45 und 60 Grad. War ein bisschen ärgerlich, weil wir natürlich in der Zeit den Autopiloten nicht so nutzen konnten, weil er halt immer abgebrochen hat, wenn man vorkonditioniert hat. Aber Tesla hat dann alles auf Garantie getauscht, den kompletten Bordcomputer, und jetzt funktioniert alles wieder super. Die vierte Sache bei der Abnutzung ist der Wiederverkaufswert. Ich hatte damals echt Glück mit dem Preis, weil neu hatte das 44.890 Euro auf der Website gekostet. Dann gab es 4.500 Euro Umweltprämie damals noch. Und weil ich dann noch ein schwarzes und nicht wie eigentlich bestelltes weiß das Fahrzeug genommen habe, habe ich dann nochmal 2.000 Euro Rabatt bekommen. Und so kam ich final auf einen Preis von 38.390 Euro. Dadurch hatte ich zwar echt Pech mit dem Akkutypen, weil ich nicht die neueste Generation von dem LFP-Akku bekommen habe, der nochmal deutlich schneller lädt. Darüber reden wir aber gleich nochmal genauer bei der Akkugesundheit. Aber dennoch hatte ich halt extrem Glück mit dem Neupreis. Model Y Standard Range mit so 30.000 bis 40.000 Kilometer runter bekommt man ab 37.000 Euro jetzt gerade auf Mobile, Autoscout oder auf den anderen üblichen Autobörsen. Einen deutlich größeren Wertverlust erlebt man aber bei den Long Range und gerade bei den Performance-Modellen. Man findet Model Y Performance-Modelle für um die 40.000 Euro, und das, obwohl eigentlich das Model Y Performance 20.000 Euro mehr kostet als das Standard Range Model Y. Das heißt, der Wertverlust ist gar nicht so extrem bei den Standard Range Varianten, aber richtig extrem bei den teureren Varianten. Ich glaube einfach, das liegt daran, weil man halt 90% des Tesla-Erlebnisses schon mit dem Standard Range Modell bekommt, und die zusätzlichen 10% sind ja nur in Anführungsstrichen mehr Leistung und halt einen Allrad. Antrieb. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass viele einfach verstanden haben, dass ein LFP-Akku einfach deutlich länger hält als ein NCA-Akku. Und damit kommen wir auch zu Punkt 5. Aktive Zuschauer von meinem Kanal wissen, was ich für eine Story mit meinem Akku von meinem Model 3 hatte. Allgemein, das ganze letzte Jahr war ziemlich turbulent mit meinem Model 3. Ich hatte wirklich China-Zubehör verbaut, was den ganzen Kabelstrang etc. kaputt gemacht hat. Ich kann einfach nicht das Auto starten. Also es passiert einfach gar nichts. Normalerweise würde jetzt der Gang reingehen. Es passiert nichts. Auch wenn ich die Tür zumache, es passiert nichts. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, ich kann hier drüben die Fensterscheibe ganz normal öffnen und schließen. Aber wenn ich versuche, das andere Fenster hoch und runter zu machen, passiert gar nichts. Das Auto stand nur noch rum, hat nicht funktioniert, und dann hatte ich auch noch einen Akkuschaden. Ich habe aber mehrere Videos über die ganzen Vorfälle gemacht, die könnt ihr euch gerne nochmal detailliert angucken. Das würde jetzt 30, 40 Minuten dauern, bis ich das alles erklärt habe. Aber was wir uns angucken können, ist die Akku-Performance von unserem Model Y. Das Model Y hatte ursprünglich mal eine Kapazität von 60 Kilowattstunden und jetzt nach 78.882 Kilometer hat es noch eine Kapazität von 58 Kilowattstunden. Das bedeutet eine Degradation von 3,3% bei gesamten 293,5 Ladezyklen. Normalerweise hält ein LFP-Akku zwischen 2.000 bis 3.000 Ladezyklen. Und das ist neben, dass man die Akkus daily bis 100% laden kann, der größte Vorteil an diesen Zellen. Aber selbst bei den LFP-Zellen gibt es mehrere Varianten bei Tesla. Tesla begann nämlich ab August 2022 in ihren Model Y Standard Range Varianten, die in der Gigafactory Berlin produziert werden, die Blade Battery von BYD zu verbauen. Mein Model Y Standard Range kommt noch aus der Giga Shanghai und hat deswegen Cutted-Zellen verbaut. Und die Blade-Zellen von BYD haben einfach ein besseres Wärmemanagement als die von Cutted. Und deswegen können die Blade-Zellen eine Ladegeschwindigkeit von 170 kW bis zu einem Ladezustand von 50% beibehalten. Dieses Update hätte ich sehr gerne noch mitgenommen, weil tatsächlich auf den Kilometer gerechnet mit dem Verbrauch lädt das Model Y Standard Range mit der Blade-Batterie am schnellsten von allen Tesla. Aber dafür habe ich 27 andere Updates jetzt in den letzten 5 Monaten erhalten. Und damit kommen wir zu Punkt 7, das Vision Update. Denn dieses Model Y ist einer der ersten Tesla, die komplett
ohne Ultraschallsensoren ausgeliefert werden. Das heißt, alle Abstände zu Gegenständen werden rein aus dem Kamerabild interpretiert. Bei dem ersten Trip nach Barcelona mit dem Auto, da gab es noch ein paar Ungenauigkeiten. Gerade beim Einparken, man konnte sich nicht richtig auf das System verlassen. Wir haben aber gemerkt, dass es von Update zu Update besser wird und mittlerweile gibt es eine komplette 3D-Map von der Umgebung, sodass man wie hier zum Beispiel genau einschätzen kann, wenn man zwischen einem Tor durchfährt, dass dann auch links und rechts das Tor angezeigt wird. Ganz perfekt ist es immer noch nicht, aber immer noch besser als das erste Update. Und es ist teilweise echt faszinierend zu sehen, wie nur durch die Kameras live so eine 3D-Map generiert wird. Das zweite neue Vision-Feature betrifft die Scheinwerfer, denn jetzt haben wir endlich Matrix-LED-Scheinwerfer nicht nur verbaut, weil die sind tatsächlich schon die ganze Zeit verbaut, sondern mit der Software auch endlich freigeschalten. Auch hier muss ich sagen, dass es nicht perfekt funktioniert, allerdings viel besser, als ich es mir vorgestellt habe von Tesla. Wir nutzen es täglich und gerade auf Landstraßen, wenn es dunkel ist, ist es einfach das Feature, weil man halt nicht immer den Gegenverkehr einfach blendet. Zwei Updates später hat das Model Y dann auch Kurvenlicht bekommen. Nicht ganz traditionelles Kurvenlicht, wie zum Beispiel bei BMW und Audi, wo man wirklich auch in der 30er-Zone komplett in die nächste Kurve reinblendet. Es ist trotzdem praktisch, aber jetzt nicht die Veränderung für mich. Aber kommen wir jetzt zu Punkt 8 und lasst uns ein Fazit zum Fahrerlebnis ziehen. Weil wie fährt sich dieses Model Y nach 80.000 Kilometer jetzt wirklich? Schon bei unserer zweiten Reise zum Nordkap habe ich mich in den Formfaktor vom Model Y verliebt. Weil es passt einfach unfassbar viel in das Model Y hinein. Man hat, ohne die Sitze umzuklappen, alleine 854 Liter Stauraum mit dem Frunk und Lower Trunk. Und mit umgeklappten Sitzen sind das gesamt 2041 Liter. Genug, um halt wirklich viel damit zu transportieren. Als Fahrwerk haben wir schon das Premium-Fahrwerk aus der Giga Shanghai, was damals das erste Mal 2013 in die Model Ys kam. Nicht 13, 2023. Insgesamt kann man sagen, dass sich das Model Y sehr direkt fährt. Ein bisschen sportlicher, aber trotzdem komfortabel. Also ist jetzt nicht so sportlich wie mit einem KW-Fahrwerk oder sowas drin. Aber es ist jetzt definitiv auch nicht ein weiches oder schwammiges Fahrwerk. Also es ist wirklich schon relativ stiff. Ganz persönlich muss ich sagen, dass es uns gefällt. Wir mögen aber auch sportlichere, direktere Fahrzeuge. Und dieses Auto hat ja immerhin 299 PS. Also ganz schwammig möchte man damit auch einfach nicht rumfahren. Ich denke, vielen Leuten ist dieses Fahrwerk tendenziell aber dennoch zu hart. Eine Sache, die mich beim Fahrerlebnis aber wirklich stört, ist der Wendekreis mit 12,10 Meter. Dennoch ist die Kombination aus Stauraum, doch sportlich direktem Fahren, einer guten Reichweite und einem noch besseren Preis-Leistungs-Verhältnis genau das, was ich gesucht habe.